Die Burg Altena. Fast 900 Jahre bewegende Geschichte hat dieses bedeutsame Bauwerk an der Lenne hinter sich. Anfang des 12. Jahrhunderts soll die Burg von den Grafen von Berg errichtet worden sein. Die Burg Altena war damals das historische Zentrum der Grafschaft Mark und ist heute international bekannt, weil hier 1914 die erste feste Jugendherberge der Welt eingeweiht worden ist. Die existiert übrigens bis heute, aber auf der Burg könnt ihr nicht nur übernachten. Das historische Gemäuer dient auch als Museum. Der Inhalt der Ausstellung reicht von der geologischen Frühgeschichte über das Mittelalter, die frühe Neuzeit und das Industriezeitalter bis in die Gegenwart. Immer wieder finden auf der Burg Veranstaltungen und Inszenierungen statt. Schausteller nehmen euch dann mit zu den Kämpfen, Jagden und Tafelfreuden der Ritter und Adligen. Außerdem erfahrt ihr hier viel über das Leben der Bauern und Handwerker. Wer die Burg besuchen möchte, kann mit dem Auto hochfahren oder laufen. Wer es ein bisschen exklusiver haben möchte, von der Fußgängerzone aus kommt ihr inzwischen auch mit einem Erlebnisaufzug aufs Burggelände. Sollte man mal ausprobieren. Das war ein kurzer Clip aus unserem Südwestfalen-Ausflugsvideo. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, dann guckt doch mal hier unten, denn da gibt es die ganze Folge. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr Ausflugsziele aus NRW sehen wollt, dann abonniert auf jeden Fall unseren Kanal.